Und hoffentlich alles erledigt. Mal schauen. Es gab auf jeden Fall den Vorschlag, dass wir mehr Leute nach Mexiko schicken sollten. Weil eine Person da arbeiten zu lassen, die wir schon gesehen haben, das geht hoch und runter, hoch und runter. Also scheinbar ist es gerade okay. Aber es ist halt wesentlich effektiver, wenn man es ein... Ja, Diktatur 101. Es ist praktisch, wenn man einmal den Widerstand komplett bricht, anstatt immer nur so ein bisschen gegen anzustänkern. Ja, das hätte ich wissen sollen. Wir schicken also nächste Runde. Ich glaube, Nalgo ist der einzige andere, der noch stabilisieren kann. Ready. Was ein bisschen schade ist. Und ja, ich könnte die Mission, also die Anzahl an möglichen Missionsarten bei all meinen Agenten ein bisschen erhöhen. Aber mir ist es ehrlich gesagt besser, wichtiger, mehr Boost zu haben, was ich besser finde, als dass sie alle Missionen machen können. Ja, oh, wir sind noch in der Zuweisungsphase. Das ist super. Dann, Nalgor, du bitte stabilisieren. Auch wenn er bestimmt irgendwo ebenfalls was Wichtiges hatte. Aber nicht so wichtig wie das. Dann wurde auch noch angemerkt, dass bei der Unification in Nordamerika das wirklich nur Kanada ist. Also was schon mal gut ist. Aber es ist halt immer noch nicht Mexiko. Das heißt, es gibt drei Stufen von Unification. Die erste Stufe zählt für uns überhaupt nicht als so ziemlich einziger größerer Machtblock, weil die USA halt quasi schon sowas ist. Die zweite Stufe ist dann Kanada, die dritte Stufe ist dann Kanada und Mexiko, was noch ziemlich weit weg ist. Ja, gut. Forschung hatten wir vorhin schon gecheckt. Wir haben noch mehr Zahnradpower. Ich habe eine Organisation mit reingeklatscht, die nochmal zwei Zahnräder bringt. Was jetzt aber nur 9% waren statt 10. Also wir haben schon diminishing returns, wie man so schön sagt. Aber es ist immer noch sehr gut. Okay. Das mal alles weg. Das hier hoch. Wir waren bei 6,8. Das ist von 6,8 auf 7,7 wieder hochgesprungen. Was war's? Du. El Gran Capitan Base. Ceres. Oh, Ceres. Ja, Ceres soll auf jeden Fall aufgestuft werden. Upgrade. 40 Tage. Und danach machen wir wieder das Spielchen, ne? Also wieder ein Fission Pile. Wenn der Fission Pile durch ist, dann die beiden aufstufen. Dann der Hydroponics Bay aufstufen zu einer Farm. Dann eventuell noch ein Nano-Ding hin. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir gucken. Wir sind übrigens bei minus 108 Cash inzwischen. Aber das ist okay. Wir haben da ja anderweitige Einnahmenquelle. Oh. Kasachstan. 11% ist gut. Das kannst du gerne mal machen. Und eine Weile machen. Things are cooling off. 6,7. Oh, das war gerade zusammengeführt, oder? Die UK greifen Kasachstan mit an. Was habt ihr alle mit unserem Kasachstan? Haben wir immer noch jetzt gerissen bekommen hier. Oh, genau. Weiterer Kommentar, wir sollten Kasachstan verbünden mit den USA, damit wir, ne, bei Kriegssachen eingreifen können. Mexiko, Kanada und Frankreich nehme ich auch mal. Dann können wir uns hoffentlich aussuchen. Stopp. Mexiko wollte zum Beispiel, dass wir einen Krieg haben. Dafür müssten wir... Oh, wie machen wir das jetzt? Wie rum machen wir das? Gehen wir jetzt hier hin und sagen, wir würden gerne... Du kannst gar nichts machen? Ha. Also ich würde ganz gerne, dass unser Land Kasachstan, unser anderes Land Mexiko um Hilfe bittet bei dem Krieg.
Einfach nur, damit es hier bei Mexiko stabilisierter wird. Idealerweise bräuchten wir noch mehr Kriege. Auch wenn Mexiko keine einzige Armee hat. Aber ist egal. Der Wille zählt. Und vielleicht schicken wir irgendwie Helme oder sowas. Ich habe gehört, das hat bei uns auch mal so angefangen. Seek Peace. Nee. Eventuell müssen wir wirklich bis zum Juli warten. Dieses Jahr, ne? Ja. Bis Juli warten, bis wir dann was machen können. Mal gucken, mal gucken. Aber trotzdem danke für den Kommentar. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Auch noch eine Sache aus den Kommentaren. Die Schiffe wurden sehr wahrscheinlich nicht zum Mars geschickt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Die wurden wahrscheinlich da gebaut. Was aber genauso wenig denen dann bringt. Ja. Heißt aber dann auch, dass sie da jetzt schon regelmäßig Schiffe bauen, ne? Was ich noch gar nicht auf dem Plan habe auf dem Mars. Wir wollen immer noch nicht Österreich nehmen. Was hast du mit Österreich? Oh, 29. Brauchst langsam Security. Ja. Ripdark war Pleach. Du brauchst einen mehr. Oh, hi. Du hättest zwei Slots frei, aber den Rest kannst du dir irgendwie nicht holen. Weil es erst nächste Runde zählt. Wir haben jetzt sogar die nächste Runde. Ja. Reporting in. Zwei Slots frei. Oh, du bist schon am Cap. Ja. Das ist unpraktisch. Also wir müssten bei ihm jetzt kleinere Sachen rauskicken, wie sowas. Und dann statt einem 1-Stern 3-Stern reinwerfen. Das klingt okay. 5% Economy. 3 Spoils. Spoils machen wir nicht. 5% Mining. Ja. Alternativ noch 3 Zahnräder. Nee. Wie viel Base Admin hast du? 15, ja. Ich glaube, ich nehme den hier. Das gibt uns auch Operations Punkte. Das ist gut. Den da rein. Kostet auch nur Geld, ne? Ja. Ich will nicht wieder aus Versehen irgendwas zu viel ausgeben. Haben wir noch irgendwas Admin-mäßiges bei? Der Rest hat nämlich, glaube ich, keinen Platz. Nee. Ah, das sieht so gut aus da. 25, 25, 25, 25, 25 und eine Nummer 24. Sauber, sauber. Ja, unsere Agenten machen sich langsam. So, wo waren wir? Wir waren in Mexiko stabilisieren. Wir haben angefangen bei 6,8. Wir sind bei 6,7. Ja. Eventuell jetzt, wo wir da mit zwei Agenten am Boosten sind, jetzt Geld reinpumpen. Es gäbe halt die Ungleichheit runter, ne? Na komm. Zack. Und Unity. Ich kann nur 5. Das braucht auch. Da habe ich gar nicht geachtet. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das ist auch Einfluss verbraucht. Da, confirm, weiter. Offering assistance. I will help them. Die alle wieder weg. Space Dog. Das ist ein privates Projekt. Wir haben ein paar private Projekte. Heavy Fission Reactor Array.
Warum ist das Fluid Reactor Dingens noch nicht aufgeploppt? Direct Investment 15%. Nee, ich hätte gern den, noch viel mehr Strom. Generator, auch wenn es viel Relativität verbraucht, aber das ist okay. Müssen wir nicht überall bauen, aber den, wo es wirklich strommäßig eng ist, wäre das ganz praktisch. Things are cooling off. Point Defense Array, Earth Boost 1. Okay, also die ganzen Änderungen, die ich Ende letzter Folge vorgenommen habe, glaube ich, sollten jetzt nach und nach eintrudeln. Close. Heißt, fast alle, wenn nicht alle unserer Earth Boost Dinge haben jetzt mindestens einen Point Defense. Das wird nicht viel machen, aber es schreckt schon mal ab und hilft halt bei Kollisionen mit Schrott und ähnlichem. Das ist gut zu wissen. Du verbrauchst Wasser und Dingens, dann solltest du das hier aufstufen. Hast du Strom? Ja. Sollte das dann ausgleichen? Weil es ist ja nicht nur dafür da, die Menschen auszugleichen, sondern es ist auch Kosten an Wasser und Volatiles, die nicht von Menschen kommen, die ausgeglichen werden. Also lohnt es sich meistens, das Teil aufzustufen. Gut, weiter. Orbital Debris Strike. Ich habe gesagt, es müssten jetzt nach und nach alle unsere Earth Boost Dinger Munition haben, ne? Und jetzt 3 Sekunden, bevor die letzten Earth Boost Dinger ihr Point Defense haben, kriegen wir einen Debris Strike rein. Wow. Ja komm, 2000 bis zu 3 Module werden zerstört. Military Science Lab, Xeno Lab und das war's. Manage. Oh, warte, muss erstmal einmal weiterlaufen. Rebuild all. Ja, kein Problem. Public Sentiment is increasingly with us. Weiter, 5,2. Kritischer Success, sehr gut. Continue. Sind wir bei 5,2. Oh. Wir sind steigend. Sehr gut. Also die Leute mögen sich ganz langsam wieder mehr. Point Defense Array auf der Mars Base. Bei den Mars Basen habe ich... Ja, ganz viele. Ist okay. Habe ich jeweils 2 hingebaut, damit wir sie später dann auch aufstufen können zu der Tier-2-Variante. Und die sollte dann schon ordentlicher abschrecken. Wobei das nur bedingt zu funktionieren scheint. Also wenn Aliens damals ankamen und bombardiert haben, dann haben die Aliens nicht so viel Schaden davon bekommen. Auch wenn wir da zu dem Zeitpunkt eh wieder 4000 Kampfwert hatten oder so. Die haben uns trotzdem innerhalb von 1-2 Wochen komplett weggebombt. Nanofactory ist bald fertig. 10. Oktober. Ja. Mehr Point Defense. Yep. Close. Da machen wir auf jeden Fall weiter. Warum hast du aufgehört? So, weil ich nicht auf wiederholen gedrückt habe. Ja, macht Sinn. Kasachstan, hast du langsam gute Werte? Nee. Die sind aber auch, glaube ich, ein bisschen grumpig. Weil wir sie durchgehend ausbeuten und seit einem halben Jahr da Panzer vor der Tür stehen. Also, nur so eine Idee. Haben wir das 9. Juli?
offering counsel. Irgendwo sind Pflanzen. Der Last Drive. Nein, ich will den Teardrop. Regime Change in Malaysia. Auch wieder verdächtig. Ja, weiterer Vorschlag aus den Kommentaren. Vollkommen zu Recht. Die verschiedenen alienfeindlichen Sachen, die wir im Laufe der Hauptstory machen müssen, sollten wir aufteilen. Also immer eine gemeine Sache den Aliens gegenüber machen und dann erstmal eine ganze Weile gar nichts. Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, wenn wir die nächste... Nein! Ich habe wieder nicht aufgepasst. Also, wenn wir die nächste private Forschung wieder anschmeißen können, dann sollte ich die Hauptstory weiterführen. Dass wir dann ein Alien gefangen nehmen, dann werden die erstmal grumpig, dann lassen wir es beruhigen und dann gucken wir weiter. Ja, die Untertanen könnten uns jetzt richtig ans Bein pinkeln. Hoffen wir dem ist mal nicht so. One grabs a weapon, but... Das ist okay. Ist eine doofe Forschung, die wir nicht unbedingt brauchen. Aber es ist keine Merkur-Planet-Geschichte. Wann kam das denn jetzt? Also ich habe eine ganze Weile nicht hinguckt, muss ich zugestehen. Ich war anderweitig abgelenkt. Das kam aber aus dem Nix. So, 5,2 wiederholen. Things are stabilizing. Astana ist in Kasachstan, ne? Oh. Kriegen eine zweite Armee. Ich glaube, wir verlieren Kasachstan. Was nicht gut ist. Ja, ich check nicht ganz, wann wir jetzt da zur Hilfe kommen können. Oder kann ich jetzt einfach meine Panzer dahin schicken? Weil wir alliiert sind. Ja, das zählt nicht ganz als Marine, ne? Nee. Warum können wir Israel angreifen? Weil es Verbündete sind, achso, okay. Ja, wir haben leider keinen Kanal, der hier irgendwie durchführt. Also wir können da nicht einfach so mit unseren Panzern hin. Wir könnten höchstens Iran oder die UK überfallen. Das ist nicht der Iran. Da ist Iran. Nee, Iran kommen wir auch nicht hin. Bin mir nicht sicher, warum. Die wollen alle echt Stellvertreterkriege haben, ne? Anstatt, dass man dann mal in das Heimatland von einer angreifenden Fraktion direkt gehen würde. Nein, wir müssen alle vor Ort kämpfen und unseren Militärkomplex aufrechterhalten. Krummel, krumpf. Ne, okay, ich kann nichts machen. Weiter. Eventuell verlieren wir gleich Kanasastan, aber es ist nicht so super schlimm. 3,2 sind zwar nice, aber ja, geht auch irgendwie ohne. So, Panzer wieder weg. Ceres. Ja, Ceres bekommt jetzt... den Heavy Fission Pile. Das macht wieder keinen großen Unterschied, ne? Brauchen wir hier mehr Strom? Nö. Dann bekommst du bitte einfach nur einen Fission Pile für 30 Tage. Und wenn der da ist, dann werden die aufgestuft. Wenn ich jetzt eine größere Anlage schicken würde, würde es... Er würde 60 Tage brauchen. Nee, ist okay. Hauptsache, wir kriegen da jetzt ordentlich Wasser. Für unsere nicht vorhandenen... Oh? Molten Core Fission Reactor 2. Den brauchen wir für den Teardrop Drive. Sehr gut. Forschung. Du kannst mal weg. Eigentlich würde ich hier unten ganz gerne mehr boosten.
Aber das hat mir eben echt nicht gefallen, mit dem überholt werden. Nee, wir lassen es einfach so ausgeglichen. Mexiko sagt 5,1. Wir sind immer wieder auf 0 runter. Das ist schade. No policies are available to this nation right now. Weg, 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 weg. Nee, wir stabilisieren weiter. Wir kümmern uns nicht um Pflanzen, das können andere machen. Offering assistance. Zeig mir, wie toll die Forschung funktioniert. Violence sind schon wieder hier auf Platz 2 untertan. Things are cooling off. Alienflotte. Wenn wir den Spiel die Forschung haben, dass wir die Aliens sehen können, werden wir bestimmt mehrere Aliens sofort auf der Erde haben. Iran, die schon Kasachstan angreifen, greifen jetzt auch noch Usbekistan an. Ganz schöner Hotspot hier unten. Ah, oh, die ziehen sie zurück. Ja, die eine angeschlagene Armee, ne? Und die andere ist immer noch da. Shipyard. Shipyard brauchen wir definitiv bald. Hab ich bei den Earth Boosts. Habe ich noch keinen Shipyard gebaut, ne? Kann ich das überhaupt schon bauen? Space Dock. Yeah. Wir brauchen bei jedem davon einen Space Dock. Ja. Das ist 1. 2. Drei. Vier. Und Nummer 5. Also wir könnten jetzt gleich 5. Oh. Point Defense. Wir könnten, wenn das durch ist, dann 5 Schiffe auf einmal bauen. Das klingt schon mal nett. Die Dinger sind nicht mehr geknackt. Das ist nicht gut. Abandon. 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 Sehr praktisch damit. Schon ist da oben wieder grün. Where to? Ihr seid gut dabei, wir sind auf 4,1 runter, auch wenn es immer noch alles fragmented ist. So. Offering support. Lend in my expertise. Da haben wir schon mal ein Kreuz, das ist gut. Der Vorsprung hier ist nicht so riesig, wie er gerne sein sollte. Da ist okay. Und eine neue Base. Nee, warte, das Ding ist noch aufgestuft. Du bräuchtest jetzt eigentlich die beiden hier aufgestuft, ne? Das Ding ist schon Tier 2. Was kommt hier eigentlich noch hin? Hier kommt später noch eine Nanofabrik hin für Geld. Die Farm kommt noch dahin, die verbraucht auch nochmal Strom. Also ja, doch. Stuf dich mal auf. Stuf dich auch mal auf. Das dauert jetzt 1,5 Monate oder was. Das heißt, der kann auch aufgestuft werden. Point Defense. Ja komm, einen Point Defense bekommst du hier hinten. Zur Abschreckung.
Sonst Quarters? Gibt theoretisch Geld, aber es ist so wenig. Ja, wobei, das Wasser und das Wolleteil wird quasi erstattet durch die Farm. Wir verbrauchen nur 0,1 Base Metal, davon haben wir immer zu jedem Zeitpunkt genug. Ich glaube, ich hau hier mal ein Quarter hin. Haben sie einen Ticken gemütlicher in dieser Mining-Kolonie. Order is returning. 4,1 ist langsam okay. Was machst du hier hinten? 40 Control. Ja. Dann sollten wir darüber nachdenken, den Rest von Frankreich und oder Kanada uns zu schnappen, ne? Ich wäre eher erstmal für Kanada, damit wir das mit dem Fusionieren später auch nicht hinbekommen. Da ist was grün geworden. Das gefällt nicht. Ihr macht alle weiter. Taiwan, wir haben keinen aus Taiwan. Ne. At your service. Kasachstan. So, also der eine angeschlagene Panzer hat sich zurückgezogen da hinten hin und repariert sich der ganz langsam wieder. Der andere Panzer aus den UK, der wie auch immer hier zickezacke mit dem Boot hingekommen ist und über Land, der versucht es jetzt auch gerade, schafft es aber auch nicht. Ja. Wir halten die Stellung hier nur so lange, bis wir unsere 500 Boost haben. Danach kann das Ding fallen. Also es gibt später definitiv noch andere Verwendungszwecke für Boost, die ich auch im letzten Playthrough nicht genutzt habe. Die ich dieses Mal definitiv nutzen werde. Gerade was Gebäude angeht, die Boostkosten haben und dergleichen. Aber trotzdem sollten wir genug Boost haben. Und dann machen wir lieber irgendwo was Sinnvolleres, als hier ein Land zu halten, was wir nach und nach jetzt schon seit Jahren ausbluten und kaputt machen. So, Frankreich wäre 15,6 und wären die Exoditen. Kanada. Oh, Kanada haben wir schon komplett. Ups. Wann haben wir das gemacht? Oder ist irgendwann die Wirtschaft einmal eingebrochen von 4 auf 3 Kontrollpunkte und die anderen wurden rausgekickt? Kann ich gerade echt nicht sagen. Ha. Egal, alles gut. Wobei das Rote da mir nicht gefällt. Wir sind zu einig. Hast du gerade Kriege am Laufen? Warum seid ihr euch so einig? Ihr sollt euch nicht einig sein. Unity raus. Wegen dem Military wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, das muss so bleiben alles. Ja, die sind einfach zu demokratisch. Das geht nicht. Zu demokratisch, zu friedlich. Ich bin nie zufrieden, ich weiß, aber ja. Okay, egal. Weiter. Offering assistance. Das hier im Auge behalten. Da sind unsere Kontrollpunkte. So, Alien Movement wäre Hauptstory. Das mache ich jetzt auch mal. Auch wenn es mir in den Fingern juckt, den Molten Core Fission Reactor zu erforschen, machen wir erstmal Alien Movement. So. Oh, Cameron ist weg. Ist okay. Mali ist weg. Ist okay. Das hier gefällt mir nicht. Hier müsst mal kurz alle anhalten. Interrogation. Ich benutze Interrogation so gut wie gar nichts. Continue. Oh. Das kommt davon, wenn man sich nicht um die Pflanzen kümmert, ne? Oh, muss jetzt die arme Schutzherrschaft gegen Pflanzen kämpfen.
Wobei, nein, Tiere. Den Fehler habe ich letztes Mal schon gemacht. Es ist Fauna, nicht Flora. Take me there. Ja. Hab Spaß damit. 6,0. Also ja, ich sollte echt nur Pflanzen bei uns zu Hause bekämpfen. So reduzieren wir nämlich ein bisschen die Anzahl an Armeen auf der Welt, was eine sehr wichtige Sache ist, wie wir aus dem letzten Playthrough gelernt haben. Idealerweise gibt es am Ende nur noch eine Handvoll Armeen und die gehören alle einem. Und dann kümmert man sich nach und nach um die landenden Aliens. Ja, das ist gut gelaufen. Völlig geplant. Absolut. Ich habe jedes Mal drauf geachtet, wo die Pflanzen waren. Ich habe das nicht einfach nur so ignoriert. Nee. Continue. Things are stabilizing. Es geht auf, aber es ist wieder zu knapp. Ja. Zu knapp das Ganze. Wir haben nicht genug Social Science. Space Dogs. Ganz viele Space Dogs. At your service. 3,7. Anscheinend wieder ein Aufwärtstrend, dem traue ich aber nicht. Ich denke, ich mache jetzt aber einen kleinen Cut und kümmere mich erstmal wieder um Erfahrungspunkte verteilen und Orks hin und her schieben.